einer Katastrophe zählt jede Minute. Um sich darauf vorzubereiten, finden regelmäßig Schutzübungen statt. Dabei lernen Helfer und Opfer, wie sie sich im Ernstfall verhalten müssen. Doch welche Auswirkungen hat ein Ernstfall auf die Gesellschaft und wie gehen Menschen längerfristig mit Katastrophen um? Dies zeigt eine Ausstellung von Wissenschaftlern des Exzellenzclusters Asien und Europa im globalen Kontext in den Reichs-Engelhorn-Museen Mannheim. Gezeigt werden mehr als 200 Objekte vom Untergang von Atlantis bis hin zum Ausbruch des Vesuvs. Die Ausstellung ist täglich außer montags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.